Hallo YouTube, wir sind ja wieder bei Let's Play Tekkit. Dem Sammelspaß für groß und klein. Dem Lego am Computer. Oder so. Keine Ahnung. Was wir machen wollten. Es sieht irgendwie besser aus, auch wenn es total gleich ist, irgendwie von der Sortierung her und überhaupt nicht übersichtlicher oder so. Sieht irgendwie so besser aus. Wahrscheinlich allein schon mal wegen den 1, 2, 3 Sachen, die dann jetzt irgendwie. Oder 4, 5. Ja, lol. Kisten, genau, Kisten. Mal, dann lege ich. Vorerst mal mein Zeug hier ab. Hierin brauche ich ja keine Rüstung, deshalb ist es wurscht, solange die Türen zu sind, kann ich auch nackig rumlaufen, oh Gott, wird immer schlampiger, was ich da jetzt sage, das mache ich nachher, das ist, die Erze lasse ich hier und so, Cobblestone, ja. Okay, Holz wäre vielleicht nicht so nachteilhaft zu haben. So, nochmal das. Perfekt. Ausgezeichnet. Mal 5x5 Raum. Ja. Ich denke schon, dann geht sich das besser. Nein, geht sich nicht. Das ist ein eckiger Raum. Ja, wie auch sonst in Minecraft. Nicht hier. Nee, okay. Ja, machen wir so. Und das ist die falsche Höhe, fällt mir gerade mal auf. Oder einfach nur die falsche. Bla, Richtung, keine Ahnung. Jetzt bin ich so richtig schön eingekesselt. Okay, nein, das ist. Nein, das mache ich wirklich anders. Das ist Tekkit, das heißt. Dass man früher oder später. Ist eigentlich im normalen Minecraft auch schon so, aber. Obwohl, vielleicht ist ein Tekkit sogar besser. Ja, keine Ahnung, auf jeden Fall. Okay, da ist die Leiter ein bisschen blöd hier. Ach so. Ja. Auf jeden Fall ist es halt so, dann, ich weiß schon mal gar nicht mehr, was ich sagen will, oh Gott. Ach ja, ich weiß nicht so viel, ich bräuchte irgendwann baue ich mir dann noch so eine Kiste, da haue ich dann alles rein und dann wird das automatisch sortiert. Das baue ich mir auf jeden Fall noch, ist ja Tekkit, da ist das dann auch dabei. Kann ich einfach so drüber ziehen, irgendwie wie bei Windows alles markieren oder so? Wäre ganz praktisch. Was? Ich halte Shift. Hallo, ja. Gott. Gibt's noch nicht. Warte mal, kann man so? Ja, kann man. Hä? Was war denn das jetzt? Warte mal. Ah! Das ist auch nett. Das finde ich geil. Jetzt muss ich wirklich mal sagen. So kann man große Mengen. Also einfach mit dem Block, den man in der Hand hat, wo man alles hinhaben will, da dann Shift und dann Doppelklick drauf. Dann ist einfach alles, wird dann dahin transferiert quasi. Mit so ganz kleinen Fehlern. Das ist zum Beispiel ein Stack oder so. Aber ich meine, das macht dann gar nichts mehr aus. Okay, hier oben dann also nur noch. Dann mache ich hier. Dann mache ich oben die Ores und solche Blöcke halt und unten das andere. Jo. War das
Ja, sieht interessant aus auf jeden Fall. Naja. Da muss ich ja dann eigentlich hier gar nichts mehr machen, weil das ist sowieso nicht viel hier. Ja, machen wir auch so. Das ist schön aufgereiht. Und den Rest kann ich mir eigentlich behalten. Also wieder reinpacken ins Inventar. Ein bisschen ordnen. Nein, warte mal, da kann ich es ja gleich. Ja, es geht wirklich nur mit Shift. Kann ich es ja gleich auch sortieren. Ja. Also, dass der eine Stack dann wieder zurückspringt, das ist, denke ich, wirklich dann kein großes Problem. Bin ich da? Ja, egal. So, dann haben wir das da. Dann können wir das da reinpacken. Und. Geht das irgendwie nicht? Keine Ahnung. Also es muss direkt aus dem Inventar kommen oder aus dem anderen, wo man es reinhaben will. Also von dem man es reinhaben will, so. Anscheinend. Oder es kommt mir auch gerade nur so vor, kann auch sein. Jo, dann haben wir ein relativ leeres Inventar wieder. Bert-Pack müssen wir noch mitnehmen natürlich. So, weil es jetzt Nacht ist, ist es, glaube ich, da wieder leer, da hinten. Ja, ist es. Und da auch noch ein bisschen. Ja, gut. Dann ist ja noch alles logisch hier. Aber jetzt wird es sich dann sowieso wieder alles auffüllen. Also, was soll's. Es war, glaube ich, irgendwie so. Eins von den Solar Panels füllt pro Tag, glaube ich, 13.000 EU auf oder so. Ist schon ganz nett, ja. Ich habe gerade wirklich keine Ahnung, was ich machen wollte. Was ich machen soll, ja. Nee, sortiert habe ich ja jetzt. Genau, ich wollte Zäune machen. So war das. Wir verwenden gleich alle. Was soll's? Nein, das sind Leitern, das sind Leitern. So, ich denke mal, es sind genug Zäune. Ja, ich denke mal, damit kommt man aus. So eine kleine Langeweile. Kleine. Kurze, lange. Nee, klein. Also, es klingt irgendwie so. So. Kleine. Lange. Zeitspanne, sagen wir so. Kleine Langeweile, kurze Langeweile. Oh, oh, das ging schon fast wieder in die Hose. Und in die Hose passt das nicht so ganz. Ah, genau, ich wollte hier, laufe ich einfach vorbei. Fast, zumindest. So. Ja, so kann man es eigentlich lassen. Dass ich da nicht runterfalle, muss ich wirklich aufpassen. Sicherheit geht ja bekanntlich vor.
da mal rüber? Keine Ahnung. Ich denke nicht vorerst, sonst kann ich sie abbauen. Und wenn ich darüber will... ja, keine Ahnung. Machen wir es auf jeden Fall... So, so, so. So. So, so. Ja, das war genau das, was ich machen wollte. Ja, so irgendwie. Wird schon schief gehen. Ja, das... Jetzt kann ich da zumindest nicht mehr runtergeschubst werden, dann quasi jetzt dann so irgendwie. Ich könnte ja eigentlich generell immer Zäune mithaben, einfach damit mich dann keine... Oh Gott, ja. Keine Skelette und so runterschubsen können irgendwo. Das könnte ich noch holen. Oh mein Gott, nein. Könnte ich eigentlich noch probieren, ich muss ja sowieso jetzt runter. Derp, die derp, die derp, die derp. Okay, nein, das werde ich nicht probieren, weil das erstens schon in der Lava ist und zweitens ich da nicht drüber will. Weil ich ja sowieso noch nie drüben war und ja. Ja, im Zaun natürlich. So. Machen wir hier auch noch Sicherheits... Nein. Gott. Obwohl, naja. So oft wie ich runterfliege, wäre das vielleicht, runterfalle, wäre das vielleicht gar nicht so sinnlos. So, und hier waren wir, denke ich mal. Machen wir das noch schnell. Nicht schnell, blablabla. Aber oben habe ich ja schon fast. So. Irgendwie total umsonst gerade. Dass ich das darauf gebaut habe. Und so und so. Ah ja, und da noch. Nein. So, jetzt haben wir's. Jetzt denke ich mal. Warum habe ich es nicht gleich mitgenommen? Warte mal. Eigentlich. Ja, eigentlich muss ich jetzt gleich nochmal rauf. So. Ja, das ist die total beste Treppe, die ich überhaupt kenne und die es überhaupt gibt. Es gibt keine bessere. Das ist total ernst gemeint. Hui. Hui. Nein, nein. Oh. Wie bin ich da bitte raus? Achso, ich habe dann angefangen, irgendwie WASD zu drücken. Das habe ich gar nicht mitbekommen. Ich habe es aber auch mit dem Runterfallen irgendwie in letzter Zeit. Jetzt kommen wahrscheinlich dann die ganzen Kommentare. Nee, nicht nur in letzter Zeit. Oh. So. Da, dann, dann, dann. Ich brauche halt auch noch ein... Oh Gott.
Ja, das ist so sinnloses Hin- und Hergelaufe. Dass man sich eigentlich sparen könnte. Wenn man mal ein bisschen überlegter handelt. Ich komme mir gleich viel sicherer vor. Ich kann eigentlich ganz durchlaufen, ohne jetzt irgendwelche Gedanken mir machen zu müssen. Über Lava oder so. Bei der Treppe mache ich mir eigentlich keine Gedanken, weil ich ja sowieso nie sprinten werde oder mich nichts von hinten anschießen wird, weil ich sowieso Dingens. Ich denke mal, jetzt sollte jeder wissen, was ich mache, was ich vorhabe. Und ich so. Ich hole nur noch schnell das Wasser. Wasser. Wähl das Wasser ist, ja. Man sagt ja, der Wasser ist das Quell der Lebens. Genau, so wollte ich das sagen. Der Wasser ist das Quell der Lebens. Ja. Yep. Derp, die derp, die derp. Wahrscheinlich falle ich jetzt wieder gleich runter. Oh Gott. Ich lasse das lieber. Sonst passiert es mir noch wirklich. Ist mir noch nie passiert, irgendwie so. Dam, 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 dam. Das sind ja schon meine eigenen Schritte, ja. Hallo? Ja. Ich habe wieder eine Zielrate. Und wenn wir schon mal hier sind, bin ich auch gleich diesen Part und wir sehen uns gleich in der nächsten Folge wieder oder morgen. Jo. Tschüss.